Ja, trinken einfach so wichtig, ne? Jetzt muss ich erstmal wieder hier diese Ecke finden. Honima Enterprises. Boah, ich könnte die ganze Zeit eigentlich nur schlafen, ne? Mein Chat hat sich schon wieder kurz verabschiedet. Irgendwas ist heute scheinbar wieder los. Und wenn man trinkt, ist man weniger müde und auch generell aufnahmefähiger. Auf jeden Fall. Das ist, ja. Ah. Ich meine, ich habe mich nicht umsonst halb gewaterboardet auf der, in der Ausbildung. Um mich wach zu halten, weil ich da halt teilweise um 7 Stunden sitzen musste. Irgendwelche Bullshit-Sachen. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Verstehe es noch nicht so ganz. Off-Topic, heute Abend kommt das Pflaster ab. Oh, geil. Nice, das ist so schön geworden, das Tattoo, ne? Und ich habe, mir fällt gerade ein, Schnedde. Einen wunderschönen guten Tag dir. Ich hoffe, dir geht es ein bisschen besser. Ich habe Schnette vorhin irgendwie noch nicht richtig begrüßt. Es tut mir sehr leid. Bin heute wenig aufnahmefähig. Bin um 7 nicht denkfähig. Nee, ich auch nicht. Und jetzt stell dir vor, Fleur, du bist nicht denkfähig. Morgens um 7. Musst aber dann da sitzen. Und dir damals noch Video-to-Brain-Videos reinziehen. Zu Illustrator und InDesign und generell Adobe-Programmen. Wo dir irgendeine Schlaftablette irgendwas die ganze Zeit erzählt. Und das Einzige, was dich wach hält, ist einfach halt Wasser saufen. Und versuchen, diese Sachen auch nachzumachen, die da gezeigt werden, damit man nicht komplett einschläft. Grauenhaft. Es war wirklich komplette Folter. Das war schon moderne Folter auf eine Art. Und jetzt bin ich wieder im Kreis gelaufen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Wulpi Schwulpi, guten Morgen, hallo. Nee, aber um 7 kann ich auch nicht denken. Das ist... Boah, das war schlimm. Ja, nur weil meine... Also ich hatte halt das Problem. Ich musste ja immer pendeln. Ich brauchte halt teilweise echt lange nach Hause. Und das Problem ist, dass einerseits wollte meine Ausbilderin halt auch ungern, dass ich erst um 8 anfange. Was für mich wahrscheinlich besser gewesen wäre. Also sagen wir mal, gesundheitlich ein bisschen besser gewesen wäre, aber auch immer noch nicht gut. Weil selbst 8 ist früh, selbst 8 Uhr hätte bedeutet, dass ich dann um 7 im Zug sitze. Ja, aber sonst saß ich halt immer um 6 im Zug, um dann gegen 7 auf der Arbeit zu sein. Und eine Stunde später wollte meine Ausbilderin halt nicht, weil sie ja zum Beispiel auch immer nicht so lange bleibt und sie wollte mich halt nicht da alleine im Büro sitzen lassen. Ja. Ich meine, andererseits kam mir das irgendwo, war das auch irgendwo ganz gut, weil ich halt einfach dann nicht so lange auf der Arbeit, also nicht so spät noch irgendwie, also ich war eh schon spät zu Hause. Ich weiß nicht, wo ich bin, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich setze mich gleich ins Auto und mache irgendwas anderes. Ich komme hier gerade überhaupt nicht klar. Das ist so verwirrend hier, verwinkelt und verwonkelt. Jetzt weiß ich gar nichts mehr. Die sind überall nur irgendwelche Tunnel und ich gehe da durch und ich verstehe, was die machen, aber ich verstehe nicht, was hier passiert. Ich habe keine Ahnung. Müssen wir noch gucken, ob es vielleicht noch irgendwo einen anderen Parkplatz gibt? Ich weiß es nicht. Gar kein Schimmer. Gib's auf. Jetzt erstmal anders weiter. Nee, was wollte ich sagen? Genau. Also wenn ich jetzt zum Beispiel um 8 erst angefangen hätte, als zu arbeiten in der Ausbildung, dann wäre ich ja noch später zu Hause gewesen. Und es war ja teilweise immer schon dunkel, bevor, wenn ich zu Hause ankam dann. Und das wollte ich dann irgendwie auch nicht. Und dann, deswegen habe ich mich auch nie darum bemüht, andere Arbeitszeit zu bekommen. In der Ausbildung.
Weil ich mir dachte, egal wie ich es mache, es wird immer scheiße sein. Es wird immer kacke. So, hier müssen wir eigentlich hin. Das ist so mein Ziel. Aber wie ich da hinkomme, ich habe absolut keine Ahnung. Guten Morgen, Jules. Hallöchen. Video to Brain. Es gab echt gute Video to Brain Tutorials und die Tutorials waren auch nicht schlecht. Aber wenn das dein Ausbildungsinhalt am Anfang ist, dass du dir Videos dazu anguckst, ist schon echt traurig. Ah, hier kann ich den Aufzug auch reparieren. Na, ja gut. Ich wollte eigentlich nicht nach oben. Und der Typ denkt sich so, Adrian. Können wir wieder runtergehen, bitte? Excuse me, können wir bitte runtergehen? Danke. Guten Morgen, Bella, Hallöchen. Ach, ja. Alles gut, nee, immer noch Corona und krank und mehr, deswegen bin ich die Woche auch nicht aufnahmefähig. Oh, fühl dich gedrückt. Gute Besserung weiterhin. Ah, dich hat's ja auch voll erwischt, ey. Kein Wunder. Heute Morgen auf Arbeit angerufen, dass ich immer noch positiv bin. Die waren wenig begeistert, weil müssen jetzt dann Dienste von mir abdecken, weil bis heute war ja im Urlaub krank. Hab schon wieder schlechtes Gewissen, dass ich noch krank bin. Schnell, hör auf, ein schlechtes Gewissen zu haben. Du kannst nichts dafür, dass du krank bist. Das ist einfach... Du kannst halt nichts dafür. Das ist ja, du hast dir das ja nicht ausgesucht, positiv zu sein. Ich sehe schon, komm, du erholst dich wieder nicht richtig und kannst dich nicht genug auskurieren, weil der Gedanke an die Arbeit dich, dass du die Leute zu so lange hängen lässt, zu sehr stresst. Und damit meine ich gar nicht mal nette allein konkret, sondern es ist ja ein Problem, das wir alle haben. So, man ist zu gestresst, um sich auszukurieren, weil man sonst Angst hat, andere im Stich zu lassen. Weil einfach dieses Scheißsystem uns dazu einfach zu Arbeitstieren heranzüchtet, die jedes Mal sich schuldig fühlen, wenn sie krank sind. Und länger krank zu sein, um sich einfach auszukurieren und wirklich die komplette Krankheit dann aus sich rauszuhaben und wieder komplett auf dem Damm zu sein zu 100%, sorgt einfach nur wieder innerlich für mehr Stress, weil umso länger lässt man ja die lieben KollegInnen im Stich, ne? That's how Mafia works. Bin gespannt, wann wir an den Punkt kommen, gesellschaftlich, dass wir da endlich, also da endlich von wegkommen, von der Scheiße, ey. Hallo, nicht anwesender Julio. Find's so ein bisschen schade. Wobei die Magazine und so, die kann man bestimmt auch wieder irgendwo abgeben. Weil die Videokassetten... Ach, ich kann auch mal wieder Videokassetten vorbeibringen. Ich weiß noch nicht mehr, wo die Frau war. Die wollte ja... Da gibt es ja eine Dame, die sammelt Videospiele. Alte. Komm ich nicht durch. Auch wenn es heißt, dass Rona durch ist, mit Rona bleibt man mit dem Hintern zu Hause und das ziehst du durch. Ja, das macht Schnelle ja auch. Sie ist ja auch krank. Also das Ding ist, Schnelle ist ja auch doll krank davon und muss sich halt auch erholen dann danach. Selbst wenn sie negativ wird, vielleicht jetzt mal die Tage, muss sie sich erstmal erholen auch von Rona. Und den Symptomen und so. Das wird sie wahrscheinlich nicht wirklich können. Und das ist ja auch einfach nur wieder so ein Fall von vielen. Es geht ja einigen so. So, wir haben alles gefunden. Jetzt bin ich zufrieden.
Ja, am Ende dann, ganz ehrlich, am Ende seid ihr alle komplett totgearbeitet und dafür einfach nur, dass ihr euch für den Job aufgewendet habt. Komplett. Und das sind Sachen, die zieht ihr ja bis ins Alter nach. Ich verstehe diesen Druck und ich bin genauso. Oh, warte mal, Patty Green? Warte, steht ein NPC in interessanter Wahl. Ich bin da genauso. Ich bin da ja auch nicht vorgefeilt. Aber es ist ganz gut, glaube ich, sich das auch mal selber zu sagen manchmal. Ihr habt am Ende nichts davon. So, ihr habt nachher dann irgendwelche... Habt dann irgendwelche Nachwirkungen davon, dass ihr euch halt irgendwie für die Arbeit so aufgewendet habt und dann nachher wahrscheinlich dann mit chronischem Husten monatelang durch die Gegend lauft. So... Das ist das, was ihr dann dafür habt. So, keiner wird euch das im Nachhinein krass danken. Erst recht nicht im Alter. Kenne das Gefühl, aber hab's mir ein bisschen abtrainiert. Niemand dankt es einem, wenn man krank zur Arbeit geht. Solange man nicht schwänzt und man wirklich nicht fähig ist zu arbeiten, ist es halt so. Man braucht sich nicht schlecht fühlen. Genau, was Mausi sagt. Ja. So, hier war... Wo ist Patty? Patty. Da. Dir möchte ich ganz gern sprechen. Ich lese aber erst noch eure Nachricht. Wir mussten nur Patty ein bisschen stalken kurz. Damit sie mir nicht wieder abhanden kommt. Die Arbeitswelt hat einem irgendwie eingetrichtert. Krank sein ist Urlaub. Völliger Quatsch. Ja, genau. Meinte damit nur, dass man sich da nicht unter Druck setzen lassen sollte von Arbeitgebern, die meinen, egal was du hast, komm arbeiten. Ja. Das Problem sind oft nicht mal unbedingt die Arbeitgeber, sondern halt eben auch die eigenen KollegInnen. Nicht, dass die einem das nicht gönnen oder so, sondern die, anstatt dass Arbeitgeber versuchen, das dann abzufedern, wenn mal jemand fehlt und auch wenn mal ein, zwei Leute fehlen, dann wird es halt so krass auf die anderen KollegInnen abgewälzt und das weißt du ja selber, als die Person, die dann ausfällt. Das weißt du ja. Und das setzt dich ja extrem unter sozialen Druck. Ne? Und dadurch fühlst du dich schuldig, weil du deine KollegInnen im Stich lässt, weil die mehr Arbeit haben, weil du vielleicht sogar genau weißt, dass jetzt die und die Person ran muss, vielleicht sogar eine Kollegin, die sich, mit der du dich gut verstehst, die mal wieder für dich einspringen muss vielleicht, weil du vielleicht schon mal in dem Jahr krank warst. Das sind ja alles so viele Faktoren, die einen extrem unter Druck setzen. Gib mir Mühe, dass der Kopf nicht so laut wird. Nächste Woche mache ich auch wieder Online-Therapie. Merke, dass die auch wieder ausgefallen ist. Ja, hätte es wahrscheinlich auch nicht so schlimm. Mich hätte es wahrscheinlich auch nicht so schlimm erwischt, wenn ich vor meinem Urlaub nicht jeden Tag 10 Stunden Dienst und länger gemacht habe. Ja, das ist halt eben auch das Ding. Dein Körper fängt halt nach deinen Scheißdiensten, also nach deinen Scheißdiensten im Sinne von deinen verdammt langen Diensten. Der fängt ja endlich mal an, sich zu erholen und mal runterzukommen. Und dann, da werden ja super viele im Urlaub krank, deswegen, ne? Weil einfach vorher so viel gearbeitet wird und so lange gearbeitet wird und dann kommt der Körper endlich mal zur Ruhe. Hallöchen, Lisa, guten Morgen. Ja, Patty. So, Patty Green, ich bin jetzt 15 Minuten hinterhergelaufen, jetzt kann ich mal mit dir reden. Hey, Cutie. You wanna buy some fresh walnuts, or are you looking for a date? Okay. Okay, auch keine Unterhaltung, die ich bisher so erwartet hätte. Na, Chat, wollt ihr ein paar Walnüsse? Oder ein Date? Voll mit Patty. Kenne ich gar nicht, im Urlaub krank werden. Der Trick ist einfach nicht zu wissen, wann was Erholung ist. Dann weiß der Körper auch nicht, wann Pause ist. Probleme gelöst, genau. Hände sind gesund, das stimmt. Ja, ich könnte mir hier ein Kleid kaufen. Also, ich könnte mir ein Hemd kaufen, eine Handtasche, ein Kleid und Stimulanzien. Why, Patty, why? Das sieht nice aus, ja. Aber... Warum sollte ich jetzt für $1,908 ein Kleid kaufen? Für wen? Für was? Verkaufen? Ich kann Dinge verkaufen. Ach so. Nö, ich verkaufe nichts. Ich sammle hier schön messy-mäßig. Thanks for this.
Aber sind es denn auch Pattys Nüsse? Anytime, honey. Naja, mich wundert es eh, woher sie Walnüsse hat, weil es gibt ja keine Natur mehr. Woher hat sie Walnüsse? Ich meine, wir essen hier Insekten und also vor allem Kakerlaken und sowas wird hier gegessen. Na, Stimulanzien! Patty hat einfach ihre Utensilien aus der letzten Nacht im Gepäck und das Hemd ist von ihrem One-Night-Stand. Und die Walnüsse sind die aus der Schale aus der Bar. Da hat sie sich einfach so eine Handvoll da mitgenommen, weil sie halt keine Ahnung, so einen Heißhunger hatte vom ganzen Alkohol. Damit sie dann später mit ihrem Walk of Shame am nächsten Morgen irgendwie auch was zu stabulieren hat. Und jetzt verkauft sie ihr Party-Outfit. Weil war teuer. Ich muss jetzt mal gucken, wo wir lang müssen. Na, okay. Es würde mich nicht wundern, wenn ihr bei mir regelmäßig Motion Sickness bekommt, wenn ich hier Auto fahre. Guten Morgen, C-Line. Hallo. Oh ja, Mausi, das ist auch ein guter Punkt. Mentale Erholung. Das gibt's ja gar nicht hier, ne? So einfach mal wirklich krank machen, weil man sich mental erholen muss von der Arbeit. Das geht ja gar nicht. Du darfst ja nur krank machen, wenn du körperlich irgendwas hast. Da hast du einen guten Punkt angesprochen. So, ich hole Paket. Komm her, Paket. Mr. Anderson. That is a strange name. Mr. Anderson. I think it's an old name. Maybe the package will be for an old man. We'll find out soon. Let's find this Anderson Tower. There are so many more people like me here than back at the plateau. Here in Novalis, does that make you feel less alone, Camus? I don't know. A lot of the automata do not have good jobs. That wasn't so different back home either. The agriculture automata didn't even get breaks. They just worked in the fields 24 hours a day. Yes, but they would always tell me how lazy I was. Maybe that was just a way for them to feel good about what they had to do. They didn't have to work there. They could have worked at the mine. Not much of a choice, though, right? I wouldn't want to do either of those jobs, would you? No, but the automata here in the city are different. I think they laugh at me. When did they laugh at you? All the time. When we refuel, when we park, when we have the windows cleaned. Aw, was? I have to interact with them, and I always say the wrong thing. I feel the same, Camus. We don't fit in here. Not yet. The way we speak, our attitudes, it's obvious that we're from a small town. They can just tell by how I walk around. On the streets, they're all looking straight ahead, but I'm always looking up at the towers and the clouds. They are very big. They are, Camus. But I'm not thinking about the buildings when I look up. I'm thinking about the people in them looking down on me. Well, that's what it feels like for me. The automata here look down on me, too. It's okay, Camus. At least we're alone together. Aww. Außenseiter in einer Welt voller Außenseiter.
So, jetzt bringen wir Mr. Anderson sein Paket in die zu Anderson Financial in die Anderson Street in Anderson Town. Gemeinsam einsam, ja. Ich glaube, MRT-Termine dauern immer relativ lange, oder? Bis man die wirklich wahrnehmen kann dann. Alicia, hast du vielleicht noch ein paar mehr, wo du nach Terminen fragen kannst? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich kenne mich da auch nicht so aus, leider. Das ist super kacke. Ich würde ja sagen, versuch die nicht verrückt zu machen. Aber es ist ja leichter gesagt als getan. Das ist der Sohn vom anderen. Ja. Meint ihr, er hat einen Vater, der ist Ender. Und dann ist er quasi der Sohn von Ender. Boah, ich häng grad so durch, ne? Ende fällt in den Chat und reicht den bestellten Kaffee rum. Geil, danke! Die Cappuccino, Latte Macchiato, Mokka, Kaffee, Kakao-Lieferung ist da. Wartet kurz, ich muss mal eben schauen, wo wir hin müssen. Hä? Achso, hier, Melport. Okay, falsche Richtung. Bissi. Umdrehen, Abfahrt. Oh! Enderman. Der Sohn von Enderman. Enderson. Oh, schön. Fleur greift sich die Bestellung, verzieht sich wie Gollum in die Ecke und schnürft den Kaffee. Kaffee, Kaffee. Parkung. Ich hätte gern einen Osner Hauptbahnhof-Mokka. Ich weiß nicht, Marosi, wenn du Motoröl trinken willst, dann kannst du auch irgendwie an deinem Auto lutschen. Tankstelle fahren, ein paar Pfützen schlabbern gehen. Die Musik ist gerade richtig gut. Hey! Hallo? 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 Paket? Ich habe Paket. Ich habe ein Paket. Hallo? Musst du da durch oder nicht? Vielleicht hier runter? Kann man hier irgendwo runtergehen sonst? Aber eigentlich, nee, das muss ja auf dieser Ebene sein, da ist ja kein Pfeil dran. Boah, mir ist gerade irgendwie fristlich, ey. Was ist denn los heute? Ich habe ein kleines Problem. Ich muss das Paket abliefern, aber ich kann nicht. Ach, hier, Klingel. Hallo? Who's there? I'm delivery driver 14FC from Cloudpunk. Und einfach nur Blitz. No. No, we can't let anyone in. You will have to go away. Ich hab die Lieferung. Hallo. No, I need to deliver this package to Mr. Anderson. Is he there? I am Mr. Anderson. Great. Come get your package. I may not be the correct Mr. Anderson.
Well, how many of you are in there? Das ist wirklich Matrix. Anderson Financial has 2,000 employees. And how many are called Mr. Anderson? Hallo. 1,000. What? Wait, are the other 1,000 called... Miss Anderson. Of course they are. What a mess. Look, can I come in, or... Yes. Opening Wir sind eine glückliche große Familie. FC from Cloudpunk only. Ich, okay, die heißen alle Anderson. Okay. Herr Anderson, guten Tag, Herr Anderson. So what's the deal here? You're all family? No, we all work for Anderson Financial. We just happen to have the same name. Aha. Yeah, what a weird coincidence. Is there anyone else I can talk to here? Anyone who's not an android? No. No. Well, I'm going to give you this package then. Your name matches the tag. That's close enough for me. Das ist praktisch. But what if I'm not the correct recipient? Don't you want to know what's in the package? Perhaps we can open it and see if it has any further instructions. Good idea. Mm-hmm. So, let's see. I just rip this flap and... It's a comm. But a really, really old one. I think this one won't even connect to the nets. There's a video on it, though. Maybe the video will tell us which Mr. Anderson to give it to. Worth a shot. Welcher von den tausend mit Herr Andersons? Hello, my name is Mr. Anderson. Oh, come on. More specifically, I am the Mr. Anderson who left Anderson Tower last month. I fell out of a 103rd floor window. Upon reaching the ground, I made a fascinating discovery. There exists life outside the tower. Wait, you didn't know that? Didn't you realize there was life outside the tower when someone buzzed you? Or when you looked out a window? What the fuck? You know, it never really occurred to me. But yes, that does seem strange. Please, play the rest of the message. My brothers and sisters, we have been abandoned by Mr. A. He has left us, and it is time for us to expand our consciousness and go out into the world. This was the only way to contact you all, as network access is restricted inside the tower. Ach, lol. Your workplace is a prison, and I send you this message for one reason, to set you free. Jesus, I think that's the end of the recording. So, are you going to leave the tower? What? No, we are not permitted to take any time off work. Seriously? When was your last break? We are not permitted to take breaks. Not permitted by who? By Mr. A? Is he your boss? Oder ist doch schon immer gar nicht mehr da. Mr. A is the CEO and director of Anderson Financial. Of course he is. Well, where is he? I'm not sure. You could try asking Mr. Anderson in personnel. I am just Mr. Anderson in security. Ich bin Mr. Anderson vom Sicherheitsdienst. Fragen Sie den Mr. Anderson vom Personal, von der Personalabteilung. Over there, in the main atrium. Wait, before you go, I would like to register a complaint. Uh-huh. To Cloudpunk? You'd have to talk to my boss. No, I want to complain to Anderson Financial. Okay. I don't work for them. I am not permitted to complain to another employee. You're the first person I've been able to complain to in several hundred years. What? That's not really my problem. The first of my complaints is about working hours. Our lack of breaks means that we are... I'm going now. Also, ich glaube... Okay, also Mr. A hat sich eine riesige Firma mit 2000
kopfstarke Firma aufgebaut, die nur aus Androiden besteht, aus Frau Anderson und Mr. Anderson, zu jeweils 1000 Stück, die er hier wie in einem Gefängnis gehalten hat. Jetzt ist der wahrscheinlich tot einfach, weil die ihn jetzt überdauert haben und sie arbeiten quasi immer noch für ihn. Und ein Android hat sich mal, ein Mr. Anderson hat sich gedacht, alles klar, ich pack meine Sachen und gehe. Weil er scheinbar ein kleiner, einfach Erkenntnisse hatte. Und wusste, dass es noch einen draußen gibt. Oder erfahren hat, dass es noch draußen gibt. Was ja für ihn eine extreme... Stell dir mal vor, das ist eure Lebensrealität. So, ihr kennt nichts anderes. Es ist wie unter so einer Kuppel leben. Und stell dir mal vor, die Menschheit würde unter einer Kuppel leben. Und euch wird gesagt, die Welt draußen ist einfach eh null, kahl, kaputt. Da gibt es keine Ressourcen. Ihr braucht also nicht rausgehen. Und bis ihr dann irgendwann feststellt, ey, das war alles nur eine Lüge. Und alles nur Bullshit. Das ist einfach komplett mindblown, ne? Aber richtig cool. Das ist wie die Band von Leuten mit dem gleichen Namen, die sich auf einem Facebook-Event für Leute mit dem gleichen Namen getroffen haben. Hab den spezifischen Namen leider vergessen, aber alle hießen Peter Anderson oder so. Oh, wie geil. Ich musste an, an das Battle... war das Justin? The Battle of Justin oder so? Es gab so ein Event. Ich glaube, ich weiß nicht immer, ob das America war. War das Justin? Wo sich dann irgendwie einmal alle, keine Ahnung, gefühlt Justins dieser Welt getroffen haben und sich gegenseitig mit Schaumstoff bekämpft haben. Das war unfassbar witzig. Dieser Mr. A ist ein ganz schönes A-Hole, ja. Wer ist der beste Justin oder sowas? Ja, ich glaube auch, dass es sowas wie Justin war. War irgendwas mit J. Are you Mr. Anderson? More specifically, Mr. Anderson and personnel? I am, but I can't really talk to you. We're not allowed to take breaks, you see. Well, I need to see Mr. A. Is he available? Let me check his schedule. I am sorry. He is busy. When is he free? He currently has no free appointment slots. When was his last meeting? It seems my records don't go back that far. Lol. Mr. Anderson, don't take this the wrong way, but might Mr. A be very, very dead for a very long time? That would be against company policy. What? Look, I don't think Mr. A is around anymore. Wouldn't you all be better leaving this tower and, I don't know, finding some meaning in your lives? You sound a lot like Mrs. Anderson in accounts. Oh. She keeps saying how we should close up our accounts. I'll talk to her. Oh, wait. Can you do something for me? Maybe. Please register a complaint for me with Miss Anderson. I am not permitted to do so myself. I'm not going to do that. I'm just a delivery driver. Es war klar, dass jetzt mich beschweren wird. I have not had a pay increase in 170 years. 170 Jahre. Unacceptable. Additionally, I would like to talk about expenses. I need upgrades for my visual processing units and my... 170 Jahren keine Lohnerhöhung mehr bekommen.